wir reagieren jetzt auf. Ist das hungriger Hugo oder satter Hugo? Satter Hugo? Ich würde dicker. Komm, machen wir an. Oh mein Gott, was denn? Wir haben den epischen Win in Morgan schon. Ich habe mit einer Hand gespielt, so leicht war das. Wir haben gewonnen, wir haben den Win, let's go! Team Rentner, Team Rentner! Also ich sag dir ehrlich, Digga, mit dir, die Lobbys sind ja richtige Bot-Lobbys, Mann. Hä? Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ronny Bergers Fahrradtour. Moin Meister. Zur TwitchCon in Amsterdam. Und wer ist der eigentlich? Wer? Airline TV. Kenn ich nicht. Komm weiter. Ey, Adam, so viele Leute haben dein Mikrofon noch nie in der. Anton, so viele Leute haben dein Mikrofon noch nie in der Hand gehabt. Ey, wieso zeigen die den jetzt? Oh, ich hoffe, das ist nur kurz. Okay, gut. Den kann man nicht haten, den kann man nicht haten. Ist nicht Thorsten, dann ist gut. Bademode-Chat, Bademode. Digga, er kommt hierher und wird gebannt. So bist du noch mal gerade nicht live? Ich habe eine DVD für wenige Augenblicke in meine Bauchtasche wandern lassen, weil hahaha, Adam hat einen Scherz gemacht. Das könnte ich. Das ist böse und dann noch für Farming Simulator. Junge, dieser Stand, ich laufe daran vorbei. Da sitzt dieser Streaming bei. Da sitzt dieser eine Streamer bei Farming Simulator, schwitzt so, weil er gerade den Traktor mit 20 km/h bewegt. Junge, ich dachte mir, was ist das? Ich komme auf dieses Spiel nicht klar, Mann. Diese, genau diese, die irgendwie abkaufen. Dieses Case ist für mich so ganz speziell. Mr. X, ich will an der Stelle Danke sagen für die Bereitstellung des tollen Equipments. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, dass ich ein kleines Geschenk mitgebracht habe. Den Landschaftssimulator 22. Das Original-Pack aus der Vitrine. Großen Applaus für Mr. X. Applaus, Applaus. Es ist nicht wahr, oder? Genau dieses Spiel. Hier rein. Hier lang. Hier ist das Trampolin. Oh, das ist so krass. Die sind so lange Fahrrad gefahren, aber das war schon geil. Das ist ein geiles Projekt. Einfach drei Leute finden, mit denen man so Action machen kann. Und deswegen, das, was Ronny macht, das feiere ich. Deswegen lasst doch alle lieber bei Ronny da. Ronny Berger, so, der wird mal ganz groß. Und ich finde den geil von der Art und Weise her. Der ist auch so, der scheißt auf alles, der macht alles mit. Und das ist einfach, das ist so die New Era. Das sind so die Leute, so die ganzen älteren Leute, die werden jetzt alle verdrängt. Und jetzt kommt so die neue Generation an neuen, agilen Leuten, die sich trauen, auch mal im Real Life ein bisschen Action zu machen. Und nicht einfach nur so, hey, na du, warte mal, ich muss da kurz leise sein. Da ist gerade eine Person neben dir. Wo, damit hätte ich ja niemals gerechnet in einem IRL-Stream, als ob ich hier Leuten begegne. Das war auf der TwitchCon auch so. Jeder zweite ist mit Handy rumgelaufen und ich habe dann immer so wie ich drauf bin. Irgendwer kam mit Handy und ich so, hey, how are you? Und ich guck mich so an, so als ob sowas fällt dir ein, mich anzusprechen. Währenddessen nicht live bin. Ja, der macht doch keinen IRL-Stream. Gib mir mal nicht auf den Sack, Alter. Hä, sag mal, haben die das absichtlich gemacht? Wieso fällt der 12-mal hin? Ach, was ist denn da passiert? Das Fahrrad ist, so, das ist einfach übergeflogen. Woher soll ich denn wissen, ich hab doch dass das hier die Vorderbremse ist, hä? Ich komme nach Amsterdam reingefahren. Das erste, was ich rieche, ist Weed. Hä? Ich komme nach Amsterdam rein und ich rieche überall Weed. Überall riecht es nach Weed. Alter, ich finde diesen Geruch gar nicht schön. Überall alles voller Weed. How much is your outfit worth? My outfit? Yes. Oh, this is not a good day for that, man. No shoes. No ketchup. Nice. Und das meine ich. Guck mal, er geht einfach zu irgendwelchen Leuten ans Auto und quatscht mit denen. Und das macht so geilen Content. Und das trauen sich ja 90% der IRL-Streamer gar nicht. Das war... ja. Und der holt erst mal so dieses riesen Ding... aus dem Dings raus. Seitdem mein Handgelenk operiert wurde, bin ich in jedem Videospiel deutlich besser geworden. Der hat mir einen f***ing Mechanics-Chip eingesetzt. Der ist jetzt da drin. Yeah. Hallo? Sind die dumm? Sind die dumm, die beiden? Ich glaube, wenn ich dieses Spiel einmal spielen würde, das wäre so ein Spiel, was komplett die Eskalation in mir hervorrufen würde. Ich glaube, meine Impulsivität in Kombination mit diesem Spiel wäre Endlevel.
Das wäre nicht gut. Ja. Der ist so scheiße. Er ist so rausgefetzt worden. Oh, mir ist wieder warm. Was soll man denn da machen? Ich bin extra nicht gesprungen. Das ist ja ein witziges Level. Habt ihr das gesehen? Wie fandet ihr das? Ich drück dreimal Springen und komm da die Kante nicht hoch. Ganz weit, geh ich einfach weg von euch. Achso, der kommt da von hinten. Okay. Wann treibst du morgen? Das Spiel ist auch krass. Es hat den übertriebenen Hype. Das Spiel hat den übertriebenen Hype, dann juckt es auf einmal kein mehr und dann hat es wieder einen übertriebenen Hype. Hast du deinen Clip auf meinem Kanal gesehen? Nee, habe ich nicht. Was meinst du? Verstehe ich nicht die Frage. 2 Wochen Timeout. Ah, der greift an, okay. Oh, Karma. Kleine Fürs Schritte. Dein Trimax. Oh, heute ist. Okay, heute ist witzig. Ich feier ihn, dass er fast nur seine Sachen trägt. Das ist krass. Der fasst nur seine Sachen an, auch auf der TwitchCon. Ich bin ganz hier. Ich bin hier resettet worden. Guck mal, wo ich resettet worden bin. Geil, hoffentlich kannst du gleich noch einen Stern. Okay, das war gut. Was, wenn du 10 Liegestütze schaffst, giftig auch 10 Subs? Mann, Junge, das Finanzamt hängt mir im Nacken. Ich mache alles für Geld. Jo, wo geht's euch? Ich bin gut. Drauf, ganz ehrlich. Vielen Dank für die 10 verschenkten Subs. Digga, ich mach einen Liegestütz. Er schenkt mir einfach 10 Subs. Das war meine größte Ehre. Mann, Grüße geht natürlich raus, wenn du, falls du gerade zuguckst. Und Bravestar, danke schon auch für deinen 5. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich muss wirklich nochmal probieren. Jetzt passt auf hier. Alter, was müssen die Hotelleute denken? Das sieht aus wie Wodka. Ich glaube, das ist Wodka. Egal, ich hab Durst. Junge, ja. Mann, ich bin einfach der lustigste F***er, Mann. Ich lache nur über meine Clips. Ich habe in meinen Koffer eingepackt. Die neue Freundin, deswegen melde ich mich nie bei Onkel Monty. Hey, mit dabei habe ich noch Totenstille, Bro, wenn ich in Hamburg bin. Ich habe mich Jahre, Monate, Tage gemeldet. Finger und Mittelfinger. Er redet immer noch, Digga. Er merkt nicht, dass ich gemutet bin. Er ist muted, Alter. Hattest du was gesagt? Nee, ich hatte nichts. Ich glaube, so Sascha und Dings war ich zu aufgedreht. Ich war ja auf dieser Twitch-Aftershow-Party da. Diese, wo alle. Ey, wirklich, ich habe euch das gesagt. Diese After. Also, das war ja keine Aftershow-Party. Das war ja die Before-Show. So, weil da war ja noch keine TwitchCon. Die war ja am Freitag gewesen. Und ich schwöre, da waren 3000 Partner. Da war Security, da waren Metalldetektoren gewesen, die haben deine Taschen durchsucht, wenn es gepiept hat. Ich schwöre dir, ich hab gesagt, da waren so viele krasse Partner international, wenn da eine hochgegangen wäre, hätte Twitch zumachen können. Dann wäre es das gewesen. Da waren alle. Ich schwöre. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da waren nur Partner. Es war alles überfüllt, du konntest kaum einen Meter laufen. Das Essen war gut, das Catering war geil. Junge, ich kann mich noch ganz genau an dieses Sinnbild erinnern. Ich liebe das ja, Brot zu essen. Ich bin so jemand, der 8 Kilo Brot isst, bevor er was Richtiges isst. Und dann habe ich gar keinen Hunger mehr auf das Richtige, weil ich schon als Vorspeise so viel Brot gegessen habe. Und dieser Typ, ich weiß noch ganz genau, wie dieser Typ aus der Küche rauskam. So mit der Schulter, mit 15 Kilo Brot, die er dann hingestellt hat. Catering war gut und diese Party war echt gut. Das einzig Traurige war nur, die ging nur bis 23 Uhr, aber da wurde sehr gut für uns gesorgt. Wir haben immer alle trinken bekommen, wann wir wollten und das war wirklich, muss ich sagen, war schon sehr geil und da auf jeden Fall auch nochmal danke an Twitch, dass ihr mich damals als Partner genommen habt. Simon, wenn du das siehst, danke schön, dass du mich zurückgeholt hast. Danke, danke. Ich habe mit Simon auch geredet. Simon Koschel, das war ja der alte, das war ja der damalige Twitch-Partner für Deutschland gewesen, also der Partnermanager für Twitch Deutschland. So, der hat mich damals gebannt, dann habe ich ihn gedroht mit Anzeigen und allem und dann ist alles vergangen. Dann bin ich irgendwann besser geworden von der Art und Weise, dann habe ich ein YouTube-Video gemacht und irgendwann haben wir dann wieder Kontakt gehabt miteinander. Dann hat er mich wieder zurück auf Twitch geholt und auf der TwitchCon haben wir über diese alte Zeit gelacht. Und da habe ich ihn auch so gesagt, hat er mich nochmal daran erinnert, wie ich ihn damals 80 Mal mit Anzeigen gedroht habe und dann habe ich ihm so gesagt, so eine Scheiße, damals hatte ich 1000 Euro auf dem Konto, welchen Anwalt hätte ich mir leisten sollen? Weißt du, was ich meine? So, ich habe den übelsten gemacht, so als wenn ich jetzt hier wir haben gelacht hier. Ey, aber der Simon, das ist wirklich ein Korrekter, das ist so ein Schiller, Alter. Der hat so eine geile Ausstrahlung, ich feiere den wirklich. Grüße geht raus an Simon auch nochmal. Ich schaff's nicht. Yeah. Hello, Mann. Mann. Yeah.
Maybe next time. Eine Blase noch. Marcel, wir die. Ich verstehe das Spiel halt überhaupt nicht, wirklich. Oh mein Gott, du hast uns die letzte Blase beschert. Wegen dir sind wir weiter, Marcel. Du bist der Beste. Gut blasen. Gabi, komm runter. Wow. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt in meinem Leben. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber ich habe noch nie komplett dieses Lied, was alle hypen, was überall verboten wurde. Wie heißt dieses eine Lied? Layla. Ob es mir glaubt oder nicht, ich habe noch nie Layla gehört. Ich habe dieses Lied einmal ganz kurz angehabt, aber ich habe es noch nie komplett durchgehört. Ich weiß nicht, worum es darin geht. Ich habe keine Ahnung, was an diesem Lied ist. Ich habe es noch nie gehört. Das ist so krass. Jeder redet darüber, aber ich habe das Lied noch nie gehört. Und ich habe auch noch nie Fall Guys gespielt. Noch nie in meinem Leben. Aber ich würde, Digga. Oh, das ist ja ein süßer Fisch. Wo ist der? Oh. Wo ist denn der Fisch? Und jetzt, Bruder, nochmal rein da. Dein süßer Fisch. Wo ist der? Oh, Digga. Wow. Haarsprache sind wichtig und richtig. Das hat Rohat immer gemacht. Das ist Rohats Taktik, glaube ich. Ich glaube, dass die auch ziemlich gut ist. Weiß jemand, wie diese TikTokerin heißt, die aussieht wie ich? Excel. diese ganzen Videos. Oh nein, jetzt pusht man das noch mehr und mir schickt... Ey, ich werde seit Monaten damit belästigt. Ich werde seit Monaten damit belästigt. Jeden Tag schicken mir irgendwelche Leute dieses Video. Hey, ist das deine Schwester? Nein, ich habe keine Schwester. Ich bin ein Einzelkind. Merkt euch das bitte. Sie hat nichts mit mir zu tun. Meine Mutter weiß auch von nichts. Ja, mein Vater, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat der rum... Aber mit denen habe ich jetzt nicht so viel Kontakt. Keine Ahnung. Aber es ist krass. Go Ahsoka, Willem Melosa. Ist das gruselig? Wie kann denn das passieren? Und zwar, Chat, du hast ja dieses englische Chat gesprochen, dass ich mich der extra Streamsniper lasse. Ich hab so einen Drachenskin, der drei Teile. Oh. Einer ist der Kopf, einer ist der Körper, einer der... Wenn ihr auch diesen Skin habt, müsst ihr den Körper nehmen, probieren alle in eine Lobby zu kommen und bilden den Riesendrachen. Ist der... Hat der zugenommen? Oder geht der trainieren? Warum sieht denn der auf einmal so stabil aus? Hä? Wenn ihr auch diesen Skin habt, müsst... Der sieht stabiler aus, was ist mit ihm passiert? Junge! Den Körper nehmen, probieren alle in eine Lobby zu kommen und bilden den Riesendrachen. Krank! Bin drin, das werden wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh, das ist ein geiles Gefühl. Das kann ich mir vorstellen, das ist ein geiles Gefühl. Fühle ich. Wie sieht das aus? Oh mein Gott! Kannst du dich noch an Dinge erinnern aus deinem 9. Lebensjahr? In was für einer Klasse war ich da? Ich würde schätzen, in der 3. Ja, oder in der. Nein, da wurde nur eingeschult. Oder? Ich muss kurz was sagen, Chef Strubbel. Ich bin erstmal der dir so heftig in die Fresse haut, dass du nie wieder sprechen kannst. Ich haue dir in deine Fresse. Ich schlag dir da rein. Verstehst du? Ey, das wirkt übelst selbstverliebt. Ich glaube, ich habe wirklich nur über meine Clips gelacht, oder? Das ist...